Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Immer noch mit unserem super mega Special Guest. Special Guest, wo bist du? Ach da. Lea. Leerleiche. Yay. Yeah. Und zwar, wir haben ja hier jetzt in der letzten Folge so ein bisschen das Gemäuer an uns gerissen. Und sind seitdem schwer überladen, falsch. Weil wir die ganze Zeit... Warum klingt das falsch? Ey, du hast mich vergessen, sitzt noch nicht auf deinen Schultern. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin überladen, weil die gute Blutrose Misery auf unseren Schultern hockt. Mit ihren ganzen, 2 Kilo. Ach, und wir sind erschöpft und deswegen... Aber du hast doch schon gepennt. Ja, aber anscheinend nicht lange genug, weißt du? Du hast mich die halbe Nacht wieder wach gehalten. Und dann klappt das einfach nicht mit so einem erholsamen Schlaf. Da geht nicht mehr. Wir müssen uns also gleich leider nochmal hinkuscheln. Tut mir leid. Hast du den Schlafsack überhaupt genommen? Ja. Ja, habe ich. Ich habe ihn nur präventiv dort gelassen, weil ich das dort voll am schönsten fand, mit dir dort zu kuscheln. Scheiße. Läuft bei dir. Ja, es läuft prima. Es könnte nicht besser sein. Ich meine natürlich, ich wollte dort im Schnee schlafen mit dir und das fand ich so kuschelig. Scheiße, da liegt er doch. Ja. Voll drüber gelaufen. Okay, das legen wir uns... gleich wieder reinlegen. Ja, was anderes hatten wir auch gar nicht vor. Ich wollte eigentlich gar nicht erkunden gehen. Ich wollte eigentlich nur hier liegen. Und 3 weitere unerholsame Stunden mit dir pennen. Oh. Siehst du, was du mit uns machst? Wir haben Durst und Hunger. Und wieder mal kaum was zu trinken. Guck dir das mal an. Aber hätten wir lieber da drüben geschlafen. Na, ja, eben. Der frische Luftzug hätte es bestimmt besser gemacht. Ja, dort Schnee. Haben wir denn hier Energieriegel? Den hätten wir dann gleich schlürfen können. Ja, der wäre natürlich praktisch gewesen. Da finde ich ein bisschen blöd, dass er den nicht absortieren kann, ne? Alter. Es wird nicht besser. Das stimmt. Jetzt habe ich ihn mitgenommen. Ja. Nochmal kurz. Ja, er ist im Winter. Okay. Und wir wiegen immer noch zu viel. Wow. Jetzt wiegst du aber nur noch 19 Gramm. Also 190 Gramm. Du bist echt eine kleine Fliege geworden. Von 10 Kilo runtergemagert auf so ein paar Gramm. Wow. Das ist so rührend. Ja. Also wenn ich dich auch irgendwann nicht mehr auf meine Schultern trage, dann wirst du immer noch in meinem Herzen weiter sein, ne? Nur, dass du es weißt. Aha. Nein, dann läufst du bestimmt hinter uns und immer wenn wir uns umdrehen, drehst du dich mit uns und deswegen kann ich sie hier leider nicht zeigen. Weil sie immer mitmacht. So, huch. Sie ist einfach so geschickt wie ein Luchs. Ja. Oh, da liegt jemand. Ach nee, doch nicht. Zedernholz. Mach mal den Mund auf. Zunge raus und dann... Einfach mal hier am Eiszapfen Schnee lecken. Auffangen. Ja. Falls es hilft. Was ist das hier? Ein Verband. Wow. Und was ist das da? Ein Feuerstahl. Ein drittes. Ich weiß nicht, wie viel Feuerzeuge man echt hier benötigt anscheinend. Aber ich kann das anmachen, dann können wir uns an dieser Flamme wärmen. Ja. Ja. Was? Du trägst die Laterne sehr dekorativ durch die Gegend. Oh, jetzt klicke ich so schnell, dass man es gar nicht mehr sieht. Ja, das muss so sein. Man kann auch Köder auslegen, also laut dem... Oh. Warte, aber ich brauch's wieder. Ich sehe es nicht. Da ist es. Ich wollte es eigentlich nur mal austesten, weil man hat ja die Fackel und sowas oder das Gewehr oder eben diese Laterne. Oh, ich hab's schon wieder getan. Mein Essen spielt man nicht, es tut mir leid, aber andererseits kann ich nicht. Mann, du wirfst es immer wieder auf den Boden. Ja, ich zieh's über den Boden, damit es die richtige Würze bekommt. Wir haben ja keine. Ah, wir haben keinen Brandbeschleuniger und wir haben nur das Zedernholz. Das ist ja Bombe.
Dann machen wir mal Feuer und dann, das geht nämlich furchtbar schnell, guck. Ja, wir sehen ganz spannend, spektakulär bei der Entstehung des Feuers zu. Aha, ja. Die Entstehung des Feuers, wie war das also? So ist das damals passiert. In einer Tonne. In einer Tonne. Und wenn ich mich aber gerade in die reinlegen wollte? Ja, dann wird es jetzt mullig warm, würde ich sagen. So, wir schmelzen noch mal ein bisschen was. Aber wir sollten eigentlich so 2-3 Liter mitnehmen. Jetzt, du kostest uns einiges. Du trinkst ja jetzt mit. Jetzt müssen wir dich ja mitversorgen. Schön, bisschen, wenn man Ausreden hat. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur ein Schluckspecht bin. Das liegt daran, dass uns die gute Missy alles klaut. Immer wenn wir ansetzen wollen, nimmt sie es weg, schüttet sich das so über den Kopf und dann rennt sie los. Ja. Genau so ist das passiert. Schüttet es mir über den Kopf. Ja, du bist so verschwenderisch, scheiße. Andere haben Durst und du... Ja. Ich dusche halt. Siehst du hier? Durstig. Wir wollen auch mal was davon haben. Ich würde noch mehr einschmelzen. Ja, ich muss nur das Ganze mal kurz verwenden. Und was trinken, weil sonst geht unser Zustand flöten. Es geht eh nur noch 7 Minuten. Na, dann schmeiß noch Holz rein. Oh. Patusch. Okay. Pau. Dann brennen wir nochmal hier das andere. Oh, nur noch 55. Ja, ich hätte es nicht auf den Boden werfen sollen andauernd, ne? Da geht die Qualität vielleicht ein bisschen runter. Aber ich frage mich, was sollte ich damit anlocken wollen? Also warum sollte ich dann gucken, dass dann mehr Wölfe kommen, weil ich schön Fleisch verteile? Bären kommen dann vielleicht. Oder Bären, aber das gibt's ja nur in einer Map, glaube ich. Es gibt die ja nur im idyllischen Tal, wenn ich nicht irre. Oh, Flüssigkeitsmangel. Bist du dir sicher? Siehst du, was du mit uns machst? Was habe ich gemacht? Flüssigkeitsmangel. Ach so. Ja, ne, ja. Ich glaube, sie würde tot sehen und dann die Weltherrschaft an sich reißen und sagen, so, ab jetzt spiele ich. Mirabelle ist ja schließlich gestorben. No. Schade um sie, aber kann man nicht ändern. Das ist ein bisschen arg knapp, ne? Ja. Gucken, wie viel sie trinkt jetzt. Wahrscheinlich einen ganzen Liter. Na, bisschen mehr als den halben. Puh, okay. Und dann machen wir das hier noch gleich mit der anderen. Jetzt geht's aber wieder gut, so. Ja, ne? Vor allem, wenn du das mal umrechnest, das sind ja 0,6, ja? Das sind 3 Gläser. Und da die verdurstet fast, hörst du? Naja, aber wenn ich Gläser trinke und richtig Durst hatte, dann bin ich auch wieder undurstig, wie man das nennt. Ich trinke dann erstmal fast einen Liter. Du musst das Gefühl haben, dass dein Magen gleich kollabiert. Dann ist es die richtige Menge. Okay. Da, zerlegen. Aber ich nehme ja sowieso immer viel zu wenig Flüssigkeit zu mir. Mhm. So. Mhm. Das ist nicht gut, mein Kind. Wir sollten darüber reden. Hey? Trocken und knusprig, ja. Das Trockene sollte ich jetzt unbedingt essen, wenn ich Durst habe. Voll die gute Idee. So. Ja, Schokolade ist auch immer gut. Hat man auch nie Durst danach. Ja, aber nur weil du es so pappig alles isst, dass du dich gar nicht mehr irgendwie... Oh. Sind etwas, ne? Schon wieder halb durstet gewesen. Ja, ja. Die neigt zu Übertreibungen. Ja toll, jetzt sehe ich hier nicht wo lang, weil es einfach so dunkel ist. Hallo. Siehst du, und deswegen spiele ich den Kerl. Weil er mehr aushält, oder was? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich wollte einfach nur gerne Kerl spielen. Ich finde den einfach sympathischer. Aha. Du findest uns also unsympathisch. Nein. Aha. Dich nicht. Aber meine Figur. Na, die kenne ich noch nicht so gut. Aha. Du kommst wenn ja nicht mehr raus, merkst du das? Wenn sie mich vielleicht auf einen Drink einlädt. Ach so, Macht sie bestimmt mal hier, guck. Trinkt sie mit dir. Ein Schluck Wasser. Ja, was anderes hat sie nicht. Hallo, wir sind hier voll die Survival-Experten. Wir müssen hier, ne? Oh, wir kriegen bestimmt bald eine neue Errungenschaft.
Oh mein Gott, welche? Ich glaube ab 20 Tagen wieder. Ich weiß nicht, ob wir schon mal 20 Tage überlebt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal geschafft haben. Na, wir hatten mal 15 geschafft, glaube ich. Das war aber in Folge... Oh, das war eigentlich in Folge 50 während des ganzen Hin- und Herlaufens. Von daher... zählt das nicht so ganz. Alter Schwede, ist das dunkel. Na, dann verbringen die nächsten 2 Tage noch hier unten. Mhm. Klingt nach einem Huch. Plan, wollte ich sagen. Klingt nach einem Huch. Klingt nach einem Huch. So. Ruhen wir uns mal die Reste. Ich wollte gerade fragen, hast du deinen Schlafsack mit... Das wäre es jetzt gewesen. Verdammt, schon wieder zurück. Irgendwas fehlt immer. Kommen die 2 Tage auch um sich bringen. Ja, vor allem, ich habe noch irgendwo einen zweiten. Aber ich weiß nicht mehr wo. Fakt 1. Und Fakt 2, man kann sie ja reparieren, weißt du? Und deswegen ist es ein bisschen unnötig, 2 mitzunehmen. Warum ist denn das so dunkel? Es ist doch echt ein bisschen übertrieben. Oh, seit wann geht die Laterne wieder? Ich dachte, du hast ein paar Petroleum mehr. Ja doch, ich hatte dann nochmal eins gefunden, glaube ich. Irgendwie so. Ich weiß es nicht, kann es mir nicht erklären. Ist so... Oh. Wow. Wieso beschreist du das? Jetzt hast du die Laterne daran erinnert, dass sie eigentlich leer ist. Toll. Ja. Ja. Reib sie unter die Nase, jetzt ist sie beleidigt. Leid. Schönen Dank auch. Hier kommen wir neben eine der anderen. Oh, es tut mir leid. Wir haben doch noch so viele. Wo ist denn hier? Da ist hier. Aber die ist noch super. Oh, echt? Wirklich? Aber kann man das... Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Da kann man doch immer nicht nachgucken, oder? Testen's mal. Schade, dass da aber du hast doch noch einen Kanister. Steht. Ja, aber die Kanister sind das... Ist doch Brennstoff. Und für die brauchst du ja Petroleum. Und was anderes. Was ist dann der Brennstoff? Ich glaube, das ist wirklich so Brandbeschleuniger für Feuer oder sowas. Wenn ich nicht irre. Ach so. So, das können wir erstmal wegmachen. Guck mal, alles mal wahrscheinlich nicht brauchen. Salzcracker. Ich nehme nie Salzcracker mit. Es ist so... Wenn man eh schon so viel Durst hat, wäre das vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Der braucht doch eigentlich in den Fischerhütten, braucht er doch bloß seinen Kopf ins Wasser stecken. Oh, jetzt sind wir über. Ja, eigentlich im Prinzip schon. Ne? Einfach nur kurz mal ist er gleich erfrischt, geduscht, aber nee, wird ja überbewertet. Ja, und minus 10, 20 Grad, was ist das schon? Ja, da ist man erstmal munter, würde ich sagen. Also ich finde das jetzt, kann man mal machen. Obwohl Minusgrade sind ja auch nur überm Wasser. Das Wasser wäre ja sonst gefroren. Schon so mindestens 1 Grad haben. Ne? Dann wäre es ja sonst ganz dicht. So, mal ganz kurz gucken. Wow. Irgendwo... Es gibt noch 3 Stellen, in denen ich nicht war. Bei einem einsamen Haus am See habe ich irgendwo eins übersehen. Hier die Brücke und im Waggon gibt es wohl noch Stellen, wo wir noch ein weiteres Gewehr finden könnten. Was eigentlich nicht verkehrt wäre. Wurde mir zumindest gesagt. Deswegen bin ich eigentlich ursprünglich überhaupt nochmal hier zurückgekommen. Eigentlich wäre ich jetzt sonst auf dem Weg in die Küstenstraße, aber erstens bin ich ein Schisser und zweitens... Ja. Leder. Ein Reh. Da müssten wir genug Leder bald haben. Du brauchst Leder. Für die Schuhe. Und jetzt habe ich nämlich 10 dadurch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier drinnen war eine Werkbank, ne? Ja. Ja. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ich sag, wir kriegen da drin die 2 Tage oben. Wahrscheinlich. Weil ich einfach wieder mal nicht aus dem Potte komme. So. Jetzt nehmen wir mal das ganze Gedärm mit. Und hier die Ledersachen. Und dann war hier hinten, glaube ich. Bist du wieder überfüllt? Die haben das doch schon überladen. Wieder umgebaut, oder? Klar, du gehst nach draußen, kommst wieder rein und schon sieht alles anders aus. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass hier eine Zwischenwand war. Habe ich die so übersehen? Ich habe die voll ignoriert. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wann wieder ein Update war oder sowas, aber... ich müsste mir mal die Folge nachher nochmal angucken.
Ich dachte, man kann hier immer so gleich auf diesen Mischpult und sowas gucken eigentlich. Jetzt steht hier plötzlich, aber okay. Vielleicht bin ich einfach nur verwirrt. Ist ja auch nichts Seltenes. Das wird sein. Harr. So, Werkbank. Werkbank! Sie öffnet sich nicht. Und du hast keine Knoten. Nee. Ich laufe eh regelmäßig an Energieknoten vorbei. Guck mal, Vorgang läuft 24,5 Stunden. Aha. Was, wir bauen immer eine halbe Stunde dran rum? Oder was? Echt jetzt? Hä? 25 Stunden geht das und jetzt ist es noch 24 Stunden. Und jedes Mal brauchst du für jede beschissene halbe Stunde 10 Leder und 4 Darm, oder was? Oder das wie? Ist ja mies. Oder insgesamt? Insgesamt. Und brauchst dann trotzdem nur die Zeit und kannst sie dir einteilen? Ach, da oben, warte mal, ich hab's gerade gesehen, Gott, bin ich behindert, okay. Guck mal, hier was? Oben. Wie viel kannst du eingeben, wie viele Stunden du gleich damit verbringen willst? Okay. Njam, njam, warum einfach, Mensch, auch, ne? Komplizierter geht. Dann essen wir erstmal ganz viel Schokolade. Nimm sie. So. Noch mehr. Aber ich dachte, du musst die einen Schuhe nur reparieren, aber jetzt bist du ja neue, wa? Ne, ich habe eben diese Rehlederstiefel und hatte die damals gebaut gehabt, aber irgendwie noch nicht fertig gebaut und dachte dann, okay, ich baue, also habe nicht oben gelesen, wie lange, weißt du, sondern hatte die einfach angefangen zu bauen und dachte dann, so die restliche Zeit muss so verstreichen, bis es aktiviert ist, weil hier dann Vorgang läuft und du hast es schon im Inventar, aber sie sind eigentlich noch nicht fertig, weißt du. Mhm. Und jetzt musst du dich aber eigentlich an die Werkbank stellen und hier diese... Wo ist es? Nö. Da. Und hier die 23 Stunden abarbeiten. Na dann, ich sag, 2 Tage kriegen wir hier drin rum. Ja, wahrscheinlich, ne? Komm, wir machen es nochmal 3 Stunden, ne? Und dann gehen wir aber erstmal nochmal zur Brücke und alles und gucken uns da weiter um. Weil jetzt die ganze Zeit hier rumstehen ist auch blöd. Okay. Tja, wieder was gelernt. Bin halt doch ein bisschen... Na, diese Laterne. Blöd und so. Die leere Laterne. Die leere Laterne, ja. Hauptsache... Das ist A und O. Das kommt klang falsch. Was für was verwendest du so Kosenamen als Laterne? Nein, nicht Laterne. Und der Name seine Laterne und vor sich halten und damit rumwedeln. Ach so. Das hat mir schon gerade. Wenn du das als Laterne bezeichnest, ist es irgendwie merkwürdig. Schneiden wir das noch aus. Und irgendwie vom Fleisch war auch noch da, ne? Ja, aber nur noch so minimal, ne? Komm, mach das, mach mal raus. Das geht ja schnell. Wolf tot. Huch, da kam ein Schatten. Oh Gott, habe ich mir gerade vor diesem scheiß Schatten erschrocken. Du bist zu schreckhaft. Ich bin doch bei dir. Ja, es kann mir eigentlich gar nichts passieren. No. Ich habe jetzt am Wochenende 2-3 Horrorfilme geguckt. Ja. Einer war ein Comic hier zu Dead Space. Ein Horrorfilm. Der ging. War cool. Also der Film ist sehr gut. Gefällt mir. Okay. Aber ist halt, dadurch, dass es Comic ist halt, ist wie das Spiel, ist halt nicht so schlimm bei mir. Okay. Na gut, ich komme mit Filmen eh besser, klar. Ah, guck mal. Ja, ist bei mir so lange der richtigen Menschen mitspielen. Was ist das? Ein Wolf. Oh. Ich will dem nicht zu nahe kommen, weil er gesagt, ja, aber der macht wieder Zickzack-Haken. Und wir sollten gucken, dass er wenigstens kein zweiter Wolf ist. Und zwischen den Bäumen sollten wir erst recht nicht rumlaufen, weil dann... Kommt er plötzlich vorgeschossen? Na. Angespannt. Boah, das ist ja mies. Zu nah. Fuck. Nein, ich will nicht sterben. Komm, nimm die Waffe in die Hand. Warum haut der ab? Ja, weil wir ihn zu sehr verletzt haben. Huhuhu. Ach so. Aber er kommt halt auch und wieder, wenn wir Pech haben.
Und den nächsten Mal leben wir so schnell nicht. Nee. Aber der ist halt auch verletzt. Eigentlich müssten wir ihm gleich hinterher machen. Von der Logik her. Okay. Na dann los. Ja, ja, ich muss nur mal ganz kurz ein bisschen aufbessern. Hm. So. Weil hier siehst du seine Blutspuren. Ah, okay, da kann man ihm folgen. Aha. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass kein zweiter kommt. Regeneriert er sich auch? Hat er auch Antiseptikum? Ich hoffe es nicht. Wo ist er denn hin? Da. Ach, guck mal. Nee, das ist eine Leiche. Ich dachte, er ist gestorben. Aber. Wo ist er denn hin? Da unten. Blutspuren sind weg. Nee, doch, da. Alter, wie weit rennt der? Dahin. Ich würde hier nicht mehr so weit rennen, wenn ich verletzt wäre. Ich glaube, der ist in den Wald reingerannt. Weil von den Spuren her geht's hier nach oben. Und da haben wir schlechte Karten, da kann man nicht wirklich abschießen, wenn er zu nah kommt. Hm. Und kommt er hoffentlich nicht zurück. Ja, ich hoffe es. Und wenn doch, dann bitte mal gerade laufen. Das ist echt ein bisschen schwieriger geworden. Hm. Dadurch, dass sie dann nochmal kurz vorher nochmal den Ecke wechseln. Und du musst eine bestimmte Entfernung haben, um den zu treffen. Ja. Man denkt aber, selbst wenn man ihn nicht trifft, sollte er sich wenigstens vor diesem Knall eigentlich erschrecken und wegrennen, weißt du? Tut aber nicht, weil er böse ist. Hm. Hoffentlich jetzt kein zweiter, weil bei unserem Zustand sind wir dann ganz schnell tot. Boah, bloß nicht. 18 Tage schon überlebt. Los, wieder hoch ins Haus. Mhm. Ich glaube, das wäre gleich das Geschickteste. Guck mal hier unten, was haben wir hier noch? Ein ausgebranntes Lagerfeuer? Wir haben doch hier gar kein Lagerfeuer, waren wir hier je unten? Wir waren noch nie hier unten. Ist nicht von uns. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Aha. Tempel, Tempel. Das war von der Leiche, die weiterhin lag. Vielleicht ist er ja noch da. Ups. Ich komme hier nicht hoch irgendwo. Arr. Arr. Ich sehe es schon kommen. Jetzt, wenn wir hier abbiegen wollen, steht wieder der nächste Wolf vor der Tür. Haben wir noch ein paar Schuss übrig? Du hattest doch so viele. Ja, ich muss nur nachladen mal. Sicherheitshalber. Ah, Hirsch. Oh, Fleisch. Nur, da ist kein Fleisch mehr drin. Aber Haut und Darm, okay. Dann nimm doch mit. Muss nur ganz kurz gucken, ob hier noch ein Wolf ist. Nicht, dass er uns überrumpelt, während wir hier dran arbeiten. Unten kommt nicht wieder, okay. Okay. Wir sind halt jetzt schon überladen, ne? Na gut, wir machen das noch kurz. Nee. Und dann zurück ins Haus. Ja, eigentlich am besten, bevor irgendwas passiert, oder? Ja. Oh, da hast du wieder mal recht gehabt. Wir sind nicht weit gekommen von unserem Damm weg. Aus Sicherheit. So. Für das Achievement. Und am Ende habe ich es dann doch schon gehabt. Unspektakulär. Denkst du? So, ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Ich denke mal nicht. Na, du musst es doch wissen. Nee, dafür haben wir zu oft Neustarts gemacht, dass ich wüsste, ob wir jemals schon mal die 20 erreicht haben. Okay. Ah, kann nicht springen. Bin wieder mal dick. Oh. Naja, das ist, weil ich sitze schon wieder auf den Schultern. Ja, das sieht man, wieder in der linken Ecke. Wie wiegst du diesmal? Oh ja, es geht. 2 Kilo. Also er kommt nicht wieder, ne? Na, vielleicht ist er im Wald irgendwo oben gestorben oder leckt seine Wunden. Und kommt dann mit seinen Brüdern und Schwestern. Mowgli! Oh nein, kein Mowgli. Verdammt. Nee, was ich sagen wollte vorhin, mit den Filmen, Horrorspiele sind eigentlich für mich nicht so schlimm. Komme ich besser mit als mit Film. Hm. Weil Film, wenn da echte Menschen mitspielen. Also wenn ihr Film von Dead Space mit echten Menschen gewesen wäre, ich glaube, dann hätte ich die ganze Zeit mit den Händen vor den Augen da gesessen und immer so gesagt, nein, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Nee, ich weiß nicht, also das stört mich dann gar nicht, wenn es dann halt echte Menschen sind. Einfach der Fakt, dass du Beobachter bist,
finde ich, macht es dann schon wieder besser. Mhm. Und bei dem Spiel, da bist du zwar eine Figur und das sieht grafisch meistens jetzt nicht so realistisch aus, aber dieser Fakt, du bist ja derjenige, der Idiot, der da durchlaufen darf, statt zuzugucken, wie ein Idiot durchläuft, weißt du? Das ist so, das macht mich irgendwie fertig. Ja, aber du hast ja da die Chance, eben was zu ändern. Und beim Fernseher, da sitzt du da. Oh, guck! Geh da nicht rein! Geschafft. Hey, knallhart. 20 Tage! Yeah! Oh. Und der Zustand ist erst bei 60% trotz 4 Stunden Schlafen. Toll. Irgendwie kommst du auch aus deinem Durst wieder raus. Ja, aber immer wieder, sobald ich 4 Stunden schlafe, ist der halt auch schon wieder da. Alter, wo ist denn? Da ist mein. Hast du den Schlafsack draußen liegen lassen? Beim Wolf? Verdammt, neben dem Wolf aufgelassen. Liegt der Wolf drinne? Kuschelt sich rein, denkst, er ist aber warm. Oh, das ist so langsam genug. Missy, bist du's? Ich kann nur hoffen, dass du es bist. Scheiße, wir haben kaum noch was zu essen. Wir müssen halt eigentlich dann auch bald aufbrechen in Richtung unserem kleinen Haus am See. Da haben wir noch die ganzen Sachen gebunkert, glaube ich. Weil wir haben langsam nichts mehr. Nein. Aber wir haben hier eine Werkbank. Ja, aber die haben wir auch in dem Haus. Ach so, okay. Na dann hin. Das Achievement ist ja jetzt da. Ja, und es ist auch gut gesichert durch die vielen Stunden Schlaf jetzt. Ich glaube, ich würde niemals so viele Tage überleben, wenn ich nicht andauernd so viel pennen würde. 87%. Du machst es halt wie eine Katze. Ja, wir sind ja Löwe, ne? Das ist ja... Zählt ja fast. Ja, stimmt. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir aber erst in der nächsten Folge weiter, weil wir sind schon wieder ein bisschen... Missy hat immer wieder recht, wir sind nicht weit gekommen. Aber wir gucken uns jetzt den Sonnenaufgang an und bis dahin. Tschüss, Missy. Tschüss, Zuschauer. Oh, schön. Oh. Tschüss.